Ja, hallo, ich bin's, euer Tenchi, und willkommen zurück zu Amazon Flight of the... Nein, Moment, Flight of the Amazon Queen. Lustiger Name. Ja, letztens haben wir endlich rausgefunden, für was diese ganzen Knöpfe hier fast zuständig sind. Ja, zum Beispiel hier, öffnen und schließen, ganz wichtig. Ich schließe mal schnell die Schublade hier, bevor die Lola vielleicht wieder was sieht. Und jetzt geben wir ihr mal das schöne Handtuch. Nimm, nicht nehmen, geben. Gib Handtuch die Lola. Hier ist das Handtuch, Lola. Da freut sie sich. Danke. Die Stimme, geil. So, du willst also hier raus. Ich habe da einen Plan. Einen Plan? Na, nur her damit. Lass mich nachdenken. Okay. Aha, ich hab's. Was hast du? Du kannst dieses Kleid als Verkleidung benutzen. Danke. Hier. Vielen Dank. Weißt du, Lola, das werde ich dir nie vergessen. Ja, ja. Jetzt beeil dich lieber. Ich habe in 10 Minuten eine Vorstellung. Und ich bin noch nicht umgezogen. Du kannst dich gerne vor mir umziehen. Du warst doch gerade vor mir duschen. Von daher passt das alles. Gut, dann ziehen wir uns halt hier um. Ich bin schon weg. Gut, dann... Benutze Kleid. Was ist das denn? Geil. Oh, gleich mit Perücke und Brustimplantate. Oh, Mann, bin ich schön. Kann ich jetzt spannen gehen bei der Lola? Guck mal, ich bin eine Frau. Du sollst sie öffnen, die Tür, aber ich glaube, das geht nicht. Da gehe ich lieber nicht rein. Oh mein Gott. Lola zieht sich gerade an. Oh ja, das wollen wir ja nicht Außerdem. Sehen. Hat sie schon genug für mich getan. Ja, ja. Gut, dann gehen wir hoch und schauen uns mal an, was unser Hotelboy zu sagen hat. Der liebt uns, ich weiß es. Er wird uns lieben. Oh. Oh, tief unter der Erde in einem Geheimlabor. Sie haben nach mir gerufen, Dr. Eisenstein? Ja. Ich möchte, dass du dabei bist, wenn ich meinen Dino-Strahl teste. Ist das trashig. Damit kann ich Menschen in Dinosaurier verwandeln. Sieh genau hin. Es ist hell, es ist neu. Jetzt wird die Maschine aktiviert. Okay. Oh, faszinierend! Sie hat sich vor meinen Augen in ein Monster verwandelt. Das ist ja noch gar nichts. Sieh, wie ich den Aggressionsverstärker aktiviere. Bald wird sie eine zitternde, knurrende Masse Dinosaurier-Terror sein. Boah, was für Geräusch! Oh. Kein Wunder, dass es aggressiv macht. Oh! Sie sieht nicht besonders bedrohlich aus. Das ist nur ein kleines technisches Problem. Das habe ich gleich. Leider war sie mein letztes Exemplar. Ich brauche mehr Amazonen. Dann kann ich eine Dinosaurierarmee schaffen, die die Weltherrschaft übernimmt. Ja! Du bist so krank. So, Hotelboy, komm mal her, mein Freund. Hallo, großer Junge. Hallo, ich bin der Mike Laris. Wie kann ich Ihnen helfen? Du siehst prächtig aus in dem Hotelpagenanzug. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Wie sehe ich aus? Bin ich nicht schön? Wie sehe ich aus? Bin ich nicht schön? Sie sehen millionenschwer aus, Gnädigste. Wenn ich nicht so ein Depp wäre, würde ich Sie heute Abend ausführen. Und wenn ich nicht so ein Depp wäre, würde ich die Einladung annehmen. Alter Falter. Ah. Hey, komm! Er ist einer von Andersons Blödmännern. Ja, ja. Mehr Muckis als Hirn. Ich möchte gern mit Ihnen reden. Ich möchte nicht riskieren, dass Sie rausfinden, dass ich keine Frau bin. Na, dann gehen wir einfach raus. Tschüssi! Achso, gehe zum Lastwagen. Beeil dich, Sparky. Wir müssen zum Flughafen. Ich sehe so verdammt schick aus. Hey, das war nicht Lola, das war King. Den schnappen wir uns.
Danke, dass du gewartet hast. Oh mein Gott. Rico und Eddie sind uns schon auf den Fersen. Alter, das ist geil. So, prüfe Huhn. Toll. Toll. Nimm Huhn. Nein, hier, nimm Huhn. So, benutze Huhn. Nehmt das, ihr Blödmänner. Ist einfach weggeflogen, du blödes Huhn. Scheiße, prüfe Heu. Kühe scheinen das zu mögen. Ja, Kühe mögen das, dann mögen wir das auch. Nimm Heu. Moment mal, hier ist etwas drunter. Oh. Öl. Hey, eine Dose mit ekligem Öl. Oh yeah, nimm ekliges Öl. Benutze ekliges Öl. Ach so, ja, ich muss ja benutze ekliges Öl. Ich dachte eigentlich von der Straße, aber du musst es irgendwie hier drauf drücken. Zeit für einen Ölwechsel. So sieht's aus. Na, komm raus. Hä, kommt da nichts raus oder was? Oder muss ich was machen? Ah, ja. Cool. Wir sehen uns noch. Okay, Sparky. Gehen wir zum Flughafen. Der da drin rumläuft. Tja, Miss Russell, das scheint alles in Ordnung zu sein. Ruhig schön. Gehen. Endlich. Ich habe ja Ewigkeiten gewartet. Meine Zeit ist Geld wert, verstanden? Ja, ja. Können wir jetzt los? Aber die ist anscheinend nur äußerlich schön. Stehen bleiben, Anderson. Ha? Wer bist du? Der ist unwichtig, Faye. Steig jetzt ein. Ich bin Joe King, Besitzer und Pilot dieses Flugzeugs. Ich dachte, es wäre deins. Hör nicht auf ihn, Faye. Du könntest ja noch nicht mal ein Modellflugzeug steuern. Zumindest muss ich damit nicht angeben. Mein Flugzeug hat wenigstens keine Stützräder. Du hast Nerven. Ich bin ein besserer Pilot, als du jemals sein wirst. Toll. Ja, machen wir das mal. Ich bin ein besserer Pilot, als du jemals sein wirst. Du bringst mich zum Lachen, du Wiesel. Der Wiesel. Ach ja, ich sehe keine. Aha, das ist richtig schlagfertig. Immer noch nicht. Warte, bis du was abkriegst. Ist es an der Zeit, dich zu verabschieden? Ich mach's trotzdem mal. Ach ja, ich sehe keine. Oh! Oh, voll in die Fresse. Warum hast du ihn geschlagen? Hat's verdient. Das war nötig, Miss Russell. Niemand nimmt der Amazon Queen Kunden weg. Hm, ich fand ihn eigentlich ganz süß. Jeder findet den süßes Arschloch. Ich wette, der Typ sagt jetzt, dass er der Besitzer von dem Flugzeug ist, oder? Das wäre so geil. Nein, Miss Russell. Das ist mein Freund Sparky, der Mechaniker der Queen. Wir müssen los. Da braut sich ein großer Sturm zusammen. Tja, dann wollen wir mal los. Ja, hoch über den Amazonas-Dschungel. Schön, da blitzt es. Okay, der hat uns erwischt. Mal schauen, wo wir landen werden. Du Idiot! Du hast das Flugzeug abstürzen lassen. Und zwar mit Absicht. Nee, das war nicht meine Schuld. Ja, sicher. Wir wurden von einem Blitz getroffen. Was hätte ich tun sollen? Ich will deine Entschuldigungen nicht hören. Sieh lieber zu, dass wir aus diesem Schlamassel rauskommen. Okay, Miss Russell, dann gucken wir mal. Hier ist ein Seesack. Es ist zu. Dann machen wir ihn auf. Oh, wenn ich mich nicht verklicken würde. Na, da. So. Prüfen oder nehmen. Nimm, Seesack. Das ist zu groß zum Tragen. Ich lasse es hier. Und dann prüfen wir trotzdem mal den Seesack. Vielleicht. Ich habe gerade ein Messer und ein Feuerzeug gefunden. So, was ist wichtig? So, prüfe Kisten. Na. Diese Kisten sind aus Regenwaldholz. Und das bedeutet jetzt was? Das ist scharf. Benutze Messer, Regenkistenholz. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Regendschungelholz. Wenn nicht, kannst du ganz normal öffnen? Ich könnte das machen, aber das wäre Zeitverschwendung. Dachte ich mir schon. Übrigens kommt hier Wasser rein. So, was ist mit Sparky? Wie sieht's aus, Sparky?
könnte besser sein, Joe. Das Flugzeug ist ziemlich kaputt. Ach. Kannst du sie vom Sinken abhalten? Eine Weile lang vielleicht. Aber irgendwann wird sie komplett untergehen. Wir müssen aus dem Flugzeug raus. Welche Vorräte haben wir? Es ist fast alles nass geworden. Sogar mein neues Commander Rocket Comic. Nein. Aber ich habe noch Wurst, wenn du Hunger hast. Ich sterbe vor Hunger. Ich hätte gerne etwas Wurst. Wurst. Hier, Joe. Isst nicht alles auf einmal, sonst endest du so wie ich. Was, als Mechaniker? In einem sinkenden Flugzeug im Amazonas-Dschungel? Nein, nur die größere Körperfülle. Obwohl ich in letzter Zeit etwas abgenommen habe. Aber das kommt wahrscheinlich daher, dass wir seit Monaten keine zahlenden Kunden mehr hatten. Das könnte sein, ja. Wie lange brauchst du, um sie wiederherzustellen? Du meinst, um sie zu reparieren? Dazu brauchst du mehr als einen Mechaniker, um die Queen zu reparieren. Da brauchst du einen Zauberer. Warte mal. Ich versuch's. Ach, der versucht's. Rindersalami. Hey, Sparky. Ja, Joe? Ich habe gerade einen unserer Gutscheine für ein Comic-Heft gefunden. Ist es der Gutschein für Commander Rockets authentischen geheimen Taschenraketen-Decoder-Ring? Genau, der. Ist nur leider total aufgeweicht. Oh. Verdammter Mist. Die Seite war aus meinem neuen Commander Rocket Comic-Heft. Und das bedeutet, dass der Rest meines Comics bei dem Absturz draufgegangen ist. Tut mir leid, Kumpel. Dann behalt das Ding, Joe. Ich werde mir irgendwann einen neuen kaufen. Einen, der in besserem Zustand ist. Oh, ja, schön. Jetzt habe ich den Mister noch dabei. Ich würde gerne mal versuchen, benutzen. Messer, dann würde ich hier ein bisschen Polster abschneiden. Das muss ich jetzt nicht herausfinden. Das sein können, weil das kann man da bestimmt gut gebrauchen. Na gut, dann reden wir mal mit der Miss Russell. Die wunderschöne. Miss Russell, ich verstehe, dass du verärgert bist. Verdammt nochmal. Ich bin stinksauer. Aber du bist schön. Nur innerlich nicht. Ich bin auch nicht glücklich. Hast du auch mal gute Laune? Hör doch mal mit dem Gejammer auf. Ich hab das wirklich nicht nötig. Hast du auch mal gute Laune? Normalerweise schon. Aber nicht, wenn ich mit einem trotteligen Mechaniker im Dschungel festsitze und mich mit einem eingebildeten, oberschlauen, ungepflegt aussehenden Buschpiloten rumschlagen muss. Da grinst du, da freut sie sich, ne? Lass den Sparky da raus. Er ist ein sehr guter Autor. Ja, was schreibt er denn so? Comics. Ja, richtig. Und die sind besser geschrieben als die meisten von deinen Filmen. Das reicht. Oh. Das muss ich mir nicht anhören. Oh, sowas darf man ihr nicht sagen. Oh, dann die klatschen wir jetzt mal eine Comicsseite um die Ohren. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Okay, wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. Na gut, dann würde ich sagen, öffnen wir die Luke und dann geht's ab in den Dschungel. Oh, schön hier. Prüfe Propeller. Die lassen sich nicht mehr reparieren. Mist, sind das so Piranha? Oh. Die sehen hungrig aus. Ich habe gelesen, dass sie eine ganze Kuh in weniger als einer Minute verspeisen können. Na, dann wird ein paar Rindersalami nicht wirklich was ausmachen, oder? Sieht nett aus. Oh, ja. Wo kann ich jetzt hier hinlaufen? Gehe zum Inneren des Flugzeugs, prüfe im Inneren des... Was prüfe im Inneren des Flugzeugs? Achso, jetzt geht er wieder rein. Nein, Ja, da draußen sind Piranhas. Wie komme ich jetzt hier weg? Das ist ja die Frage, wo läuft man denn, soll man denn jetzt hier hinlaufen? Also man kann zu den Piranhas und kann zu den Piranhas. Ich benutze mal die Salamis mit den Piranhas. Hier, ihr kleinen Fische. Oh, die hauen ab. Oh, jetzt sind sie weg. Ich habe noch 2 Salami übrig. Aber was mache ich jetzt? Der Stamm hält das Seerosenblatt fest. Welcher Stamm?
Ach, das ist der da unten. Ah, den kann ich doch abschneiden vielleicht, wenn ich genug bin. Benutzen wir das Messer mit dem so schönen Stamm. Ah, das ist der Trick. Das ist der Trick, genau, so sieht's aus. Jetzt kann ich das benutzen. Das würde ein tolles Boot abgeben. Aber ich bräuchte sowas wie ein Paddel. Ein Paddel? Da ist ein Paddel. Nimm dir den Propeller. Die lassen sich nicht mehr reparieren. Das ist gut, dann können wir sie als Paddel verwenden. So. Das würde ein tolles Boot abgeben. Jetzt quatscht ihr das gleiche nochmal. Okay. Ich bräuchte sowas wie ein Paddel. Die lassen sich nicht mehr reparieren. Benutze das mit dem Boot. Hey Jungs, springt an Bord. Ich werde dieses Seerosenblatt bis ans Ufer rudern. Na klar, alle einfach drauf. Auch die schöne Miss Russell. Ist sicher? Möchtest du vielleicht lieber im Flugzeug bleiben? Ich glaube, ich riskiere lieber das Seerosenblatt. Oh Gott, ist sie eingebildet. Schlimm sowas. Okay, Jungs, ihr bleibt hier, während ich Hilfe hole. Ich versuche, ein Telefon zu finden und Luzis Luftrettung anzurufen. Wenn du schon ein Telefon hast, ruf gleich noch deinen Anwalt an. Du wirst ihn brauchen, wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind. Du solltest lieber beim Drama bleiben, Faye. Komödie steht dir nicht so gut. Okay, es wird nicht lange dauern. Entschuldige, Joe. Entschuldige. Ja, Sparky? Könntest du mir einen Gefallen tun? Und das wäre? Wenn du einen Laden findest, könntest du nachsehen, ob die da Commander Rocket Comics haben? Comics? Mein Commander Rocket gegen den Pöbel ist bei dem Absturz zerstört worden. Ich fänd's echt toll, wenn du mir ein neues Heft besorgen könntest. Okay, Sparky. Ich werde nachsehen. Aber ich kann dir nichts versprechen. Schließlich sind wir im Amazonas-Dschungel. Danke, Joe. Der ist schon ziemlich dumm, ne? So ein bisschen. Na, mal gucken. Was willst du denn jetzt, Joe? Ich möchte mit dir reden. Versprich mir, dass du dich nicht vom Fleck rührst. Es ist doch okay, dass du mit Sparky hier bleibst, oder? Du bist doch nicht noch immer sauer auf mich. Tja, ich muss gehen. Du bist doch nicht noch immer sauer auf mich, bist du? Natürlich nicht, Joe. Ich bin mehr als sauer. Ich koche vor Wut. Ja. Ja, echt, das Leben ist so... Ich schätze, ein Autogramm steht außer Frage. Komm, noch ein bisschen im Ärgern. Oh, ich schätze, ein Autogramm steht außer Frage. Das Einzige, was ich dir jetzt unterschreiben würde, wäre dein Todesurteil. Schlagkräftige Frau, die... Entschuldige, Faye. Du bist ja immer noch hier. So, ich möchte gerne noch ein bisschen quatschen mit dir. Versprich mir, dass du dich nicht vom Fleck rührst. Sag mir einen Grund, warum ich hier bleiben sollte, während du Hilfe holst. Hier im Dschungel krabbelt's überall. Das Amazonasgebiet ist voll von kannibalistischen... keine Ahnung. Oh, Kinderbienen, ich mach mal hier über krabbelt's überall. Ach, hier im Dschungel krabbelt's überall. Okay, das ist ein Grund. Aber du hast mich noch nicht überzeugt. Vampirfledermaus, der Wald ist voll von Blutegeln. Der Wald ist voll von Blutegeln. Und die sind überall. Blutegel? Blutsaugende Blutegel? Ja, ja. Okay, ich bleibe, wo ich bin. Wie diese, guckt dazu. So, gut. Tja, ich muss gehen. Ich dachte, du wärst schon weg. Oh, Entschuldigung, dachte ich auch, aber naja. Was kann ich für dich tun, Joe? Hab ein Auge auf Faye, wenn ich weg bin. Wie stehen die Chancen der Queen? Hab ein Auge auf Faye, wenn ich weg bin. Du kannst auf mich zählen, Joe. Danke. Ich passe auf, dass er immer in Sichtweite bleibt. Danke. Wie stehen die Chancen der Queen? Ach, Joe, nicht so gut. Selbst wenn wir sie aus dem Wasser bekommen, muss da eine Menge gemacht werden. Guck mal noch. Wie hieß dein Comic nochmal? Commander Rocket. Die Ausgabe, die ich wollte, heißt Rocket gegen den Pöbel von Chicago. Ich wäre echt froh, wenn du eine finden würdest. Ich gebe mein Bestes, Sparky. Ich bin bald zurück.
Bis dann. Ach ja, der Sparky. So, was haben wir denn jetzt so Schönes? Gibt's hier noch Gehe zum Pfad? Gehe zum Pfad. Prüfe Flugzeug, gehe zum Pfad. Na gut. Schauen wir mal, was wir so finden. Oh, das sieht ja sehr spannend aus. Squawk! Oh. Was für ein hübscher Vogel. Möchte Polly einen Cracker? Squawk! Prinzessin Azura ist in Schwierigkeiten. Squawk! Hey, du kannst ja sprechen. Squawk! Hilf mir, Krämer Bob. Du bist meine letzte Hoffnung. Squawk! Wer ist Krämer Bob? Und wer ist Prinzessin Azura? Squawk! Ich werde gefangen gehalten. Du musst mich retten. Squawk! Worüber redest du nur? Wer hält wen gefangen? Squawk! Hilf mir, Krämer Bob. Du bist meine letzte Hoffnung. Squawk! Tja, da haut der... Hey, komm zurück. Der schöne Vogel ab. Das ist ja toll. Ich bin gerade im Dschungel angekommen und habe schon eine geheimnisvolle Nachricht von einem Papagei erhalten. Vielleicht kann dieser Krämer Bob mich aufklären. Tja, vielleicht kann er das, aber das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part erfahren. Also, bis zum nächsten Mal. Ich war der Tenchi und tschüssi!